schön. So viele tolle Momente heute Abend hier. Und ich muss ja sagen, das ZDF war sehr, sehr großzügig dieses Mal, denn sie haben zu mir gesagt, Helene, du darfst dir ja zu diesem besonderen Anlass, darfst du dir so viel wünschen, wie du nur magst. Und ich dachte, oh, das ist aber natürlich sehr gefährlich, weil wenn ich mir dann anfange zu wünschen, dann hört es gar nicht mehr auf. Aber ich muss ja fairerweise sagen, wir werden ja heute Abend sowieso schon so viele Wünsche erfüllt. Und trotzdem gibt es da eine Sache, habe ich mir gedacht, ah, es gibt tatsächlich etwas, was man mir gar nicht so leicht erfüllen kann, aber ich würde so wahnsinnig gerne mal, ganz normal, so wie ihr auch, Zuschauer sein in meiner eigenen Show. Einfach mal die Füße, ne, einfach mal hochlegen, ganz entspannt sein, so wie so ein Fernsehzuschauer, einfach mal so sich in die Couch fläzen und einfach mal meine Show ganz in Ruhe genießen. Ja, das ZDF hat's ernst genommen wohl, denn sie haben hier absolut mein Wohnzimmer nachempfunden, das ist aber nett. Das habt ihr ja schön gemacht. Guck mal, ja, nicht ganz so ordentlich sieht es bei mir zu Hause aus, aber ansonsten ist alles da. Ach, guck mal, mein Bademantel sogar, mein Lieblingsbademantel. Okay, das heißt, ich nehme das jetzt richtig ernst, ja? Ich darf mich jetzt hier einfach auf die Couch setzen und darf dann meine Show genießen. So, dann mache ich das doch. Ich glaube, ich muss erstmal diesen tollen Ring hier abnehmen. Oh, meine Lieblingspuschen sind sogar auch da und meine Lieblingssnacks. Geil, Nachos mit Schokosoße, ich liebe das. Was denn, das mache ich zu Hause immer so. Oh, und ich habe immer kalte Füße, deswegen, meine Lieblingspuschen, die müssen sein. Und ein Bier, Mensch, zum Jubiläum, die haben es richtig krachen lassen. Ja, dann würde ich auch vorschlagen, das war ein Fehler, aber gut. Ich dachte, ich mache ein bisschen Show-Effekt, liebes ZDF, Mensch. Das ist sehr nett von euch. Prost, ihr Lieben, auf diesen tollen Abend. Oh, herrlich. Also ich habe mich natürlich auch über was anderes Prickelndes gefreut, aber gut. Hier sehe ich gerade hier eine Karte. Zum Jubiläum. Liebe Helene, dein Wunsch ist uns Befehl. Mhm. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und von einer künstlichen Intelligenz dein Ebenbild erschaffen lassen. Oh, das ist aber... Ja, toll. Wir hoffen sehr, dass dir deine KI, Helene, gefällt. Aktivierung erfolgt über das Tablet. Das heißt, die haben jetzt eine künstliche Helene erschaffen lassen und ich darf die mir jetzt ganz gemütlich angucken. Das ist ja toll. Oh, da mache ich es mir jetzt richtig gemütlich. Weg. So. Ah, das sieht ja auch schon gar nicht so schlecht aus hier. Okay, mal gucken, was passiert. Ich drücke mal drauf. KI in 3, 2, 1. Herrlich. Jetzt habt ihr mir eine Gänsehaut verpasst. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen zu dieser wirklich ganz besonderen Show. Ja. Ich wünsche Ihnen erst einmal von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Hallo Düsseldorf! Das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Ja, gar nicht so schlecht. Aber die Kurven, die hätte ich natürlich auch ganz gerne hier. Das ist alles ausgefüllt. Ja, auch echt? Das ist ja Wahnsinn. Mensch, ihr habt's ja richtig krachen lassen. So, was gibt's hier denn noch alles? Ich sehe, oh, das ist ja mein Lieblingsbutton jetzt schon. Moderations-Helene. Achtung. Wissen Sie, das nächste Lied bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. So. Es ist so schön, ich könnte weinen. Weinen vor Glück, denn... Das nächste Lied, das mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, ist, ja, es handelt davon, wie es ist, wieder Kind zu sein. Diese reine, unschuldige Emotion. Seit ich Mutter bin, da spüre ich es noch einmal anders. Oh. Denn aufgescheuerte Knie verheilen schneller als gebrochene Herzen. Wieso rede ich doch gar nicht? Das ist ja furchtbar. Das ist ja gruselig. Ich muss ja direkt ändern. Ja, gut.
Okay, hier steht noch, das ist auch spannend, meine Signature Moves. Na, da bin ich auch mal gespannt. Achtung, Signature Move 1. Woo! Was soll das denn sein? Bist du kaputt? Naja, okay, machen wir weiter. Signature Move 2. Spür dir das! Ja. Come on, Düsseldorf! Also, liebes ZDF, ich kann mir das nur so erklären. Ihr habt ein bisschen gespart, ne? Na gut, jetzt kommen wir hier zu einer sehr schönen Kategorie. Spektakuläre Akrobatik. Mal gucken, was jetzt passiert. So, nun mach du mal, KI Helene. Funktion leider nicht anwählbar. Was? Sag er nicht! Hey! Funktion vorübergehend nicht anwählbar. Nase noch nicht verheilt. Ja. Ja. Aua. Sag mal, kann ich eigentlich auch mit dem Ding reden? Aber selbstverständlich, oh. Meine Liebe, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, sondern nur auf die Nase. Ja. Aber das ist ja furchtbar. Bin ich wirklich so? Das müssen wir ändern, wirklich. Egal. Sag mal, aber mir fällt gerade ein, wenn... Wenn ich mal krank wäre, das wäre eigentlich ganz praktisch. Könntest du dann für mich einspringen? Selbstverständlich, meine Liebe. Von ganzem Herzen gern. Niemand wird den Unterschied bemerken. Was? Ja. Unser Ehemann Thomas. Bitte? Der hat es eben auch nicht bemerkt. Entschuldigung? Wo ist er denn? Wirklich ein exzellenter Küsser. Mir stoppte der Atem. Ja, das... Sag mal, okay, wir müssen diese Knutschfunktion sofort löschen. Die muss hier raus. Rausprogrammiert werden, okay? Okay. Sag mal, mir fällt eigentlich noch was ein. Wenn ich ja mich schon in meiner Sendung, also in meiner Show, zu Gast habe, dann müsste ich ja auch mit mir selbst ein Duett singen. Das ist ja verrückt. Davon habe ich schon immer geträumt. Ja. Schließlich... Bin ich mein allergrößter Fan. Ja. Und was singen wir? Du kennst mich, Helene. Ich bin spontan. Ja. Ja, klar. Denn ich bin ja auch ein Phänomen. Ja. An welches Lied hattest du gedacht? Sag du es mir. An deins? An meins? An meins. Herrlich. Herrlich.